Air Raid. Hey, what up, Z? Nothing is up, Carl. Apart from my blood pressure. And the imminent collapse of my hopes and dreams. Why? As usual, the forces of darkness have triumphed over good. Life is nothing but misery, briefly interspersed with agony. Homie, what you on? Whatever it is, you need to reduce the dosage. Excuse me, but I never take drugs. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now, sex is the last thing on my mind. Thank God for that. Berkeley is back. Oh, Berkeley. Yes. Who the fuck is Berkeley? Oh, just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh, you putting hands on him? No, please. I never initiate violence. Oh, I know. You knocked his bitch. No. I won the prize in the science fair. First prize, that is. And now you want to pop you? No. And they say gangbangers is petty and small-minded. Hey, what's that bleeping sound? That's him. We shall fight to the end! Berkeley's launched a full-scale attack! This is insanity! All batteries commence fire! He's going for my transmitters! If he takes them out, I'll never be able to launch a counterattack! No problem, man, but they're only toys. They're not toys, they're just smaller. Benutze die Minigun, um die feindliche Bedrohung zu eliminieren. Wenn, dann richtig, ne? So, das sollte eigentlich hier kein Problem sein mit der Maussteuerung. Die Mission, siehst du mal, die habe ich gar nicht mehr gedacht, dass es die noch gibt. Die ist der seichte Einstieg, sage ich mal. Aber danach wird es dann unschön. Habt ihr gesehen? Ja. Habt ihr gesehen, in dem Laden, da waren Actionfiguren von Tommy Vercetti. Die mit Vice City deklariert waren. Und darunter war eine Actionfigur von der Hauptfigur aus Manhunt. Habe ich selbst nie gespielt, habe mir bloß mein Let's Play davon angeschaut. Ziemlich brutales Spiel von Rockstar. Aber gut, warum nicht, ne? Fand auch schön, daneben war bloß noch zu sehen ein roter Modellzug. Und genau das stand auch an dem Ding dran. Red Model Train. Da haben sie sich einen übelsten Namen ausgedacht für. So, das ist jetzt erstmal wirklich ganz gediegen hier. Mit der Maus ist das kein Problem. Also das ist wirklich auf der PlayStation weitaus schlimmer. Da kriegt man da weitaus größere Probleme. So, wie wir sehen, kein Ding. Den holen wir auch noch runter. Auf der PlayStation hat man da echt unglaublich zu tun hier, weil einfach das Zielen so viel erschwert ist mit einem Controller. Aber mit der Maus, ach. So. Immer noch über eine Minute. Mensch, das zieht sich aber ganz schön hier. Aber dadurch, dass wir wirklich noch gar nicht getroffen wurden, brauchen wir uns da, glaube ich, auch keine Gedanken machen, dass das irgendwie schief gehen könnte. Ja, aus was für einer Entfernung ich die aus dem Himmel holen kann. Hätte ich mit der PlayStation nie auch nur gewagt. Oh, sieh mal an. Nix da. So, man muss sich halt bloß auch immer relativ schnell entscheiden, wann man auf wen hier drauf geht. Aber kein Ding. Das fahren wir ganz gemütlich nach Hause, das Ding hier. Übrigens, dieser Berkeley, es wird irgendwie nie geklärt, was genau das jetzt für einer ist. Der kommt nie wirklich vor. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Zero fantasiert, was ihn angeht. Also, dass es den überhaupt nicht gibt. Würde mich bei dem Kerl nicht wundern. So. Und hier drüben noch.
Und damit haben wir auch die letzte Angriffswelle überstanden. Das Signal ist sicher. Berkeley! As long as we have opposable thumbs, we will fight you! Well done, Carl. Now leave. I must prepare for the battles ahead. Never have so few owed so many. Too little, three... No, that's not it. What is it? We will fight him on the beaches. Well, rooftops. Ja, was auch immer. Fand seltsam, dass da stand, solange wir Hände haben, werden wir ihn bekämpfen. Er hat gesagt, as long as we have opposable thumbs. Also das ist ein bisschen was anderes. Naja gut, was soll's. Will ich jetzt die nächste Mission machen? Wir können sie mal ausprobieren, sagen wir es so. Ich fürchte aber, das wird echt schief gehen, weil ich erstmal schauen muss, wie genau die Steuerung funktioniert. Wir müssen nämlich ein Modellflugzeug steuern und das wird ganz schrecklich, glaube ich. Supply Lines. Hey Z, where you at? Go away, Carl. I'm very, very busy back here. Top secret stuff, not for your eyes. Too sensitive. Come on, homie, where are you? I said go away, Carl. I don't need any friends today. Thank you. Then them some pretty strong draws. Yes, my hero. Carl, he came back and humiliated me. I shall probably turn to prostitution now, where I will be found dead and broken. I am a 28-year-old man whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly 2 hours. Ow! My crack. Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got? I've got a prototype of a miniature plane. Well, with that plane, we gonna go humiliate Burke. Okay, cool. Man, this is ridiculous. That went right up my crack. Berkeley has his sycophantic lackeys do all his deliveries. Well, we shall hit him where it hurts the most. Bring his mail order model business to its knees. So, jetzt hat Zero mal ein bisschen beigebracht, wie man hier als Gangbanger das Ganze macht. Ja, das Gasgeben ist nicht das Problem. Ich sehe da eher meine Probleme jetzt mit dem Hoch- und Runtersteuern. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das genau funktionieren soll. Q. Okay. Ach du Schande. Steuerung L für die Maschinengewehre. Ach du Schande. Das geht total schief. Das Problem ist, ich habe gerade keine Ahnung, wie genau das funktionieren soll. Was denn das für eine Steuerung? Ich komme irgendwie gar nicht um die Ecke. Kann das sein? Hallo? Was ist denn mit der Straße hier? Weg da! So, aber wir sind in Position. So. Okay, das wird sehr, sehr lustig. Mal schauen. Ich weiß nicht, wie wir hoch und runter lenken können. Ob das vielleicht mit den Pfeiltasten hier vom Numenpad geht? Nein. Keine Ahnung, wie wir das genau machen sollen. Wahrscheinlich müssen wir einfach abbremsen, um runterzukommen. Es wird einem irgendwie nicht so richtig erklärt. So, ich mache derzeit gar nichts übrigens. Also ich gebe nicht Gas oder irgendwas. Damit wir irgendwie mal wieder nach unten kommen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das funktioniert. Ist natürlich nett, dass sie ein Maschinengewehr an dieses Ding angebracht haben, ne? So, treffe ich denn von hier aus schon? Ja! Oh, hoch! Junge, zieh hoch! Alter! Ja, wenn ich wüsste, wie man hoch und runter steuern kann, wäre das alles gar kein Ding. So, können wir das vielleicht mal irgendwie jemand verraten? Das wäre echt cool. Mann. Ich probiere mal kurz ein bisschen durch. Das sind alles Tasten, mit denen wir einfach nur schießen können. So, also ich meine, ich kann die Kiste neigen. Das habe ich schon rausgefunden. Mit den ganz normalen Links-Rechts-Tasten. Aber das bringt mir halt nicht wirklich viel. So, wo ist denn jetzt die Kiste hier? Ich schau mal kurz auf die Karte. Okay.
So, mal ein bisschen Schwung rausnehmen, damit wir wieder ein bisschen absacken. Ja, ich bin viel zu hoch. So, dann machen wir das mal gerade so, dass wir hier rüber fliegen und dann eine kleine Kurve, eine kleine Schleife fliegen sozusagen. Oh je, oh je, oh je. Ich sollte nicht so viel mit den Pfeiltasten lenken. Oh je. So. Wir fahren, fliegen wieder nach oben. Das ist alles so geplant. Also es wäre sehr viel einfacher, wenn ich die Steuerung durchschauen würde. Es wird einem aber halt nicht erklärt. Damit muss man einfach leben. Okay, das wird jetzt irgendwie problematisch. Denn hier kann ich nicht gut wenden. Und wenn ich gegen so ein Dach komme und abstürze, dann war's das. Also dann kann ich's vergessen. So, dann machen wir mal die Kurve. Oh je, oh je, oh je. Hatte ich schon mal erwähnt, dass das nicht gut funktioniert hier so? So, zumindest schaffen wir's übers das Dach. Ach ja, yeah, schön. Ich liebe diese Mission. Ja, ich komme nicht ganz bis zu ihm runter. Aber, nein, schade. Ich dachte, er hat sich vor die Straßenbahn gestürzt. Ganz so ist es dann aber doch nicht gekommen. So, vielleicht kann ich ja hier nochmal eine Wendung einleiten. Ach du Schande. Ja, also zumindest sind wir jetzt auf Kampfhöhe mit ihm. So, also das hätten wir zumindest schon mal. Dann müssen wir jetzt halt auf Straßenhöhe hier weiterfliegen. Na klasse. So, erstmal wieder nach unten. Okay. Einmal kurz wenden, bitte. Da verfolgen wir die einfach mal auf dem Boden. Wie wär's damit? Oh, shit. Sieht doch ganz gut aus. Soweit. Großartig, großartig. So, einfach den Schwung ein bisschen rausnehmen und dann machen wir auf dem Boden weiter. So, komm schon. Den kriegen wir. Hol ihn dir! Take him down! Jawohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt müssen wir bloß mal irgendwie ein bisschen an Höhe gewinnen. Vielleicht nehmen wir da auch einfach den Berg zu hiervon. Und dann... Ach, sehr gut. Wir kommen noch drüber. Dann holen wir uns auch noch den letzten. Benzintechnisch sieht es ja ganz gut aus. So, jetzt müssen wir ihn bloß noch finden. Aber ich glaube, der ist ganz in der Nähe, oder? Kann das sein? Wir müssen danach bloß noch irgendwie wieder auf dem Dach landen. Das gehört leider auch dazu, zu der Mission. So, also wenn ich das hier hinkriege, ohne die Steuerung zu durchschauen, dann hat das, ja, dann ist das ein schönes Happy End. Man muss halt bloß ein bisschen improvisieren dabei. Also nur noch mal zur Erklärung, falls das nicht deutlich geworden ist. Ich weiß nicht, wie man nach oben und unten lenken kann. Ich habe dafür keine Tasten bisher gefunden. Das heißt, ich muss immer mit Gas geben und bremsen irgendwie die Richtung, also das oben unten hier ansteuern und das ist halt ein bisschen suboptimal. Heißt, viel Gas geben, irgendwann kriegt man genug Auftrieb, um nach oben zu kommen, bremsen und man sackt ab. So sieht es momentan aus bei mir. So, ich schau mal kurz auf die Karte. Wo ist denn der? Der ist am Arsch der Welt. Ich bin ja noch ewig weit von dem weg, da kann ich ja echt mal hier ein bisschen Höhe gewinnen. Ja, ich weiß. Ich muss ja auch bloß noch einen holen.
Aber der ist halt sonst wo. So, mal ein bisschen zwischendurch immer rausnehmen. Wir müssen ja nicht mit voller Pulle fliegen hier. Ich glaube, das Spiel hat gerade ein bisschen Probleme, die Umgebung nachzuladen. Kann das sein? Die sieht so ein bisschen unfertig aus. Ah, schon besser. Okay, wo ist der Kerl? Komm schon, ich muss dich langsam mal finden. Ich muss da noch zurück. Ach, herrje. Ich hatte es übrigens auch tatsächlich schon mal, dass ich nach unfassbar vielen Fehlversuchen alle erledigt hatte und dann es nicht mehr geschafft habe, mit dem Rest Sprit zurück zur Basis zu fliegen. Das ist das Deprimierendste, was du echt haben kannst bei der Mission. So, wenn mir das passieren sollte, würde ich aber die Mission abseits der Aufnahme machen, weil es durchaus einige Fehlversuche geben könnte und dann einfach, sobald es funktioniert hat, auf dem Rückflug dann mal einschalten. So, jetzt haben wir ihn zumindest schon mal in Reichweite. Sehr gut. Jetzt einmal bremsen, damit wir ein bisschen an Höhe verlieren. Komm schon. Jawohl, das reicht. Ja, ich versuch's. Oh Gott. So. Das sollte eigentlich genügen. Ich muss bloß mal irgendwie ein bisschen Höhe kriegen. Dann passt das. Aber wenn ich das gleich beim ersten Versuch schaffen würde, das wäre ja Wahnsinn. So, der Sprit ist eigentlich locker drin. Also, das sollten wir vom Sprit her wirklich schaffen. Würde mich wundern, wenn das nicht reicht. Meine Güte. Das macht mich gerade so ein bisschen stolz. Im ersten Versuch, die Mistmission hier, die habe ich immer am meisten gehasst von allen Missionen im Spiel. Weil die echt zum Verzweifeln sein kann. Obwohl die nächste, also es gibt noch eine weitere Mission für Zero, die ist auch nicht viel besser. Die ist auch nicht gerade zum Lieben. Aber gut, wir schauen mal. So, ich werde danach aber wahrscheinlicherweise erstmal mit der Hauptmission weitermachen. Und Zero dann erstmal außen vor lassen. Also die letzte Mission von Zero, die werden wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal mit angehen. Ja, ich glaube schon. So, da haben wir dann wenigstens noch ein bisschen was erlebt hier. Nicht bloß irgendwelche blöden Modellflugzeuge durch die Gegend geschubst. Das muss ja dann nicht dauerhaft sein. Das ist ja jetzt auch nicht so die spannende Aufgabe. So, ich nehme mal ein bisschen Geschwindigkeit raus, damit wir so langsam in den Sinkflug gehen. Wo ist es denn hier, das richtige Dach? Ach du Schande, davon. Das wird jetzt nochmal interessant. Ich muss landen. So, schaffen wir das? Bremsen. Oh je. Oh nein, ich flieg drüber raus. Shit. Ah. So, aber zumindest sind wir schon mal ein Stück tiefer als vorher. Dann müssen wir halt noch eine Ehrenrunde fliegen. So, ich lasse mir das jetzt nicht nehmen hier. Ganz sicher nicht. So, diesmal sind wir auf einem guten Kurs. Das sollte jetzt passen. Ja. Ein Träumchen. You know that ozone smell? Smells like victory! Ah, sehr schön. So, Zero. Was machst du denn? Aua. Okay. Das war seltsam. So, Zero, ich lasse dich jetzt erstmal, wo du bist. Und wir schauen uns dann beim nächsten Mal an, wie du hier deine Missionen weitermachst, wie du deinen endgültigen Sieg holst. Aber wir wollen jetzt erstmal die wichtigen Aufgaben hier erledigen, nämlich das Locust Syndicate endlich auseinandernehmen. Dafür wird es so langsam Zeit und vorher werde ich nochmal speichern. Denn nachdem ich Zeros Mission geschafft habe, da muss auf jeden Fall eine Speicherung her.